In der Grundschule am Scheffelberg konnte heute der zweite Bauabschnitt feierlich abgeschlossen werden. Turnhalle und Verbindungsgang wurden in der Zeit von 8 Monaten saniert. Mit dem Abschluss des zweiten Bauabschnitts ist man in der Grundschule ein großes Stück weitergekommen. Die Bedingungen für den Sportunterricht haben sich deutlich verbessert. Ich bin auch begeistert, was hier passiert ist. Und wir haben mit dem Schuljahresbeginn 2012-13 angefangen, also im September 2012, und sind heute fertig. Und es kann sich sehen lassen. Das haben sie mir bestätigt. Insgesamt hat die Baumaßnahme 950.000 Euro gekostet. Knapp 1 Million Euro klingt zunächst viel, relativiert sich aber, wenn man den Umfang der Arbeiten beachtet. Ja, gut, ist ja nicht nur die Turnhalle, es ist ja der Verbinder mitgebaut worden. Es sind oben Räume ausgebaut worden und im Keller fürs Jugendblasorchester auch. Also dann ist diese Summe relativiert sich schon und mit 950.000 auch gut eingehalten. Kaum ist ein Projekt abgeschlossen, stehen schon die nächsten Arbeiten an. In der Grundschule am Scheffelberg ist für die nächste Zeit noch einiges geplant. Also wir haben ja, wenn man so will, ist es für mich der dritte Bauabschnitt. Wir haben angefangen ja mit den Außenanlagen vor Jahren. Dann wurde die Aula gemacht, jetzt der Verbinder und die Turnhalle. Und nächstes Jahr, wenn der Fördermittelgeber wieder spendabel ist, werden wir das Hauptgebäude in Angriff nehmen. Der Fördermittelantrag muss bis spätestens 30. August eingereicht werden. Die Sanierung des Hauptgebäudes kostet Schätzungen zufolge 3,2 Millionen Euro.